Hallo YouTube-Freunde und willkommen zurück zu einer neuen Folge Partisans hier auf diesem Kanal. Wie immer danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Wenn es euch gefällt, lasst mir noch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst nicht den Abo-Button zu drücken. So würdet ihr mich und dem YouTube-Algorithmus sehr nach vorne bringen. Freut mich auf jeden Fall über die Neuen, die hier eingeschaltet haben. Natürlich auch immer über die Alten, die dann weiter in meine Videos gucken. Aber wir wollen ja wachsen. Dementsprechend drückt die ganzen Knöpfe, die ihr findet, einfach durch und... Ja, wir haben das letzte Mal hier unseren, ja, sagen wir mal, Leichenhaufen irgendwie so ein bisschen ausgeprägter vollzogen. Sind alle tot, fast. Also hier haben wir jetzt noch einen. Ich weiß gar nicht, stopp. Das war knapp. Ich weiß gar nicht, wie der mich sehen konnte jetzt. Don't let me down. That one's done for. Jetzt müssen wir uns nur beeilen. Weil ich glaube, der Hundi läuft bald los. Und der kommt in die Richtung. So war das irgendwie. It's mine. Messer nehmen wir mit. Speicher machen wir. Wir müssen auf jeden Fall hier die Geheimdienstdaten beschaffen. Das ist das Ziel, damit wir mal nochmal genau wissen, um was es geht. Jetzt die Frage, wie wir weiterverfahren. Ich meine, wir haben ja überhaupt nichts mehr übrig gelassen hier. Wir könnten mit Sicherheit hier uns auch nochmal durchschlachten, da der Hund ist halt sehr anstrengend. Keine Ahnung, ob das gut geht, was ich vorhabe. This wasn't the plan. Ich glaube nicht. Nimm ihn. Wir müssen nämlich aufpassen. Wir müssen hier... Oh oh. Ah ja, das jetzt geht's los, ne? Komm wieder hoch. Ha! Aber wenn der uns jetzt riecht, sind wir am Arsch. Ich muss dem Kreis entlaufen. Das war aber knapp. Aber es reicht. Es reicht. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie wir die... loswerden. Da habe ich noch absolut gar keine Idee. Mit einer Mine? Puff? Wie viele kommen dann aber her? Puff. Die beiden sind echt eklig. Also ich weiß nicht, wie ich ohne Alarm schlagen den Wuffi da wegkriege. Ja, der sieht uns doch gar nicht. Schnell mal hier hin. Obwohl, wir können auch bis in die hinterste Ecke hier. Ich glaube, den werde ich noch los. Aber die beiden können wir nur mit einer Mine sprengen. Jetzt aber mal schnell. Und dann dürfen wir den auch... Irgendwie müssen wir den ganz nach hier hinten... frachtieren. Ungefähr irgendwie hier so in die hinterste Ecke. Und ablegen. So, nun ist die Frage... Was machen wir mit den beiden? Ich weiß es echt noch nicht, weil die stehen echt... Also, dass die Gemeinsamkeit laufen. Also, ich könnte natürlich jetzt mal was testen. Follow me. I'm on it. No
stopping us. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war jetzt ein bisschen blöd, glaube ich. Vielleicht können wir aber noch was daraus retten, sonst müssen wir einen Speicherstand laden. Du kommst mal hier hin. Du mal hier hin. Was? Was kommt denn da jetzt? Kommt da Nachschub? Das ist schlecht. Okay, dann wirf doch mal so eine Granate hier rüber. Überraschung. Überraschung. Da kommen neue. Egal, das schaffen wir. Lauft, 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 lauft. Lauft weiter. Einfach laufen. Erstmal nur laufen. Wir brauchen erstmal Sicherheiten. Hier hin. Lasst euch nieder. Und du nochmal eine Granate. Oh, das trifft. Oh. The battle is over. What, the battle is over? Jetzt aber. Ja, war nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber man muss ja auch mal die Alternativen durchgehen. Indem man einfach alle verschießt, abschießt, wegschießt. So. Not this day. Erfahrungspunkte wieder mehr. Wir nehmen doch... Ah, Chloroform. Ja, ja, ist gut. Einsatz von Medizin erfordert weniger Zeit, ist auch gut. Schnellerer Sprint, lautloses Bewegen. Wir nehmen das. Und nun können wir looten. Ich hätte ja nicht gedacht, dass die hier irgendwie nochmal Verstärkung rufen. Das war mir nicht bewusst. Aber gut. Wo ist sein Messer? Chefe. Messer. Da ist der Schlüssel. Den wir brauchen für die geheimen Daten. Okay. Nimm du die Waffe. Geht nicht. Sind wir so überfüllt schon wieder? Naja, klar. Gnadenlos überfüllt. Brauchen wir die Waffe denn noch? Oder lasse ich sie liegen? Ich glaube, ich lasse die liegen. Ich glaube, ich lasse sie liegen. Weil die brauchen wir nicht unbedingt. Die würde ich eh nur schreddern. Ich meine, Munition ist immer besser. Was gibt's denn jetzt hier? Hier drin würde immer auch mega viel Loot kommen. Achso, hier wäre die Alarmbox gewesen. Zu spät, Alarm wurde gecallt. Okay, voll. Mehr als voll. Das ist ganz schlecht. Diese gnadenlose Überfüllung. Was machen wir jetzt? Ich will den Loot auch ungern. Ungern zurücklassen. Das können wir alles gebrauchen. Ressourcen, Nahrung, Munition, dies, das, Ananas. Alles zu. Wir brauchen. Ja, okay. Das, irgendwann müssen wir auch was weglassen. Vielleicht kriegen wir hier noch was mit. Aha. Und hier? Brot? Auch gut. Und jetzt die geheimen Informationen. Nicht genügend Platz für die geheimen Informationen. So. Haben wir. Alles. So. Entkommen. Na, ob ich das jetzt noch schaffe, ist eine gute Frage. Damit haben wir die Mission auch erledigt. Wir haben die geheimen Informationen geholt und flüchten jetzt
und schließen diese Mission ab. War eine kurze Mission, muss ich sagen. Wir haben alles getötet, was es gibt. Alle Offiziere, alle Gegner, ganze Karte geklärt. Just as I thought. The German Commandant was informed of our activities. Colonel Mellenberg is preparing a counter-partisan operation. They have enhanced railroad security, chopped down forest, reinforced patrols. There's no way we can get anywhere near now. It is also said that a certain Frau Bertha is arriving at Krasnoselska station in a few days. Come again? Frau Bertha? Isn't that the cannon that Birmir blabbed about? It means they're moving her to Leningrad. Schlanker Bertha? Holy crap, I must report this immediately. Die Schlenk-Bertha. Schlenk-Bertha wird jetzt nach Leningrad verschoben. Achso, wir hatten ja vor der Mission natürlich wie immer so ein bisschen Aufträge verteilt. Die Nacht war so kalt, dass niemand schlafen konnte. Wir müssen unseren Unterstand mit allem dämmen, was wir nur hatten oder nur haben. Haben die also wieder unsere Sachen verbraucht? Braucht denn der hier Heilung? Ich weiß es gar nicht. So, als erstes können wir mal die Billigwaffen zerlegen. Die guten nehmen wir mit. Wo war unser dritter Mann? Hier. Können wir auch zerlegen. Es ist so viel zu zerlegen. Puff. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt hier eine Verletzung hat oder nicht. Man sieht es ja eigentlich sonst immer. Okay. Klicken wir mal auf Geschichte. We need a plan how to stop that beast. The Germans have bumped up security along the railway. We'll only get one shot at this. But there's no way we can approach that line, let alone the bridge. As I said, a joint operation of army forces and partisan units is in the works. We know that Bertha will stop at Krasnoselska station and stay there for a while. An airstrike is planned on the station, but for that to happen, someone has to disable the anti-aircraft guns. Don't look at me. I'm not walking into their lair again. I haven't recovered from the last time. Why us, Kommissar? We let ourselves get captured in Volkovo, remember? Your unit is the most experienced, the most skilled, and the most determined. You're clearly ready to sacrifice yourselves, even though it wasn't your smartest move back there in Volkovo. This time, there's much more at stake than a handful of civilians. What you're saying is you don't have anybody else. All right. We'll wait for Bertha to roll in and then take care of the necessaries. Das ist also unsere nächste Aufgabe. Warten. Davor holen wir uns natürlich wieder Loot, 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 weil Loot ist gut. Loot ist gut. Nahrung wäre auch gut, aber Nahrung. Oh. Ich glaube, hier ist aber interessanter. Nehmen wir lieber das hier. So, und dann brauchen wir natürlich ein bisschen was für Richtung Nahrung. Nahrung. Jagen und angeln. Und dann losschicken. Hopp, hopp. Jetzt machen wir das wieder hier ein bisschen Camp-Action. Das muss ja auch sein. Am Anfang habe ich... Ah, ist schon Missionstag. Wow. Das ging fucking schnell. Das ist doch sonst nicht so schnell. Aber wir haben wieder ziemlich viel... Weil ich glaube, ihre Waffe ist ja mega gepimpt, ne? Hallo. Eieiei. Also manchmal... Ja. Mega gepimpt. Er hat ja hier auch eine. Dann können wir die mal ein bisschen pimpen.
Puff, puff, puff. So. Eine schöne AWS bis zum Anschlag durchgezimmert. Ach, er hat doch auch noch hier. Zerlegen. Zerlegen. Was braucht er nicht? Das braucht er nicht. Das braucht er nicht. Das braucht er nicht. Obwohl, das kann er immer gebrauchen. Flaschen brauchen wir nicht. Verwerfen. Was war das? Selbstgebaute Mine. So, und sie hat noch bei... Die Muni braucht sie nicht. Die braucht sie nicht. Das braucht sie nicht. Das auch nicht. Das ist richtig. Das ist richtig. Vielleicht noch ein bisschen nachmunitionieren. Weil ich nehme sie wieder mit. Ich feiere die sehr, sehr. Und ich glaube, ich nehme diesmal ihn mit. Weil er auch sehr, sehr stark ist. Ich frage mich bloß, warum wir keine Munition dafür haben. Weil sie hier gefühlt die ganze Muni dafür hat. Wir müssen halt immer ein bisschen umsortieren, ne? So. Die dicke Tasche. Dafür nehmen wir von ihm die Minen mit. Nicht vergessen, Minen sind immer hervorragend. Die ganze Muni kann weg. Das dauert jetzt hier mal wieder kurz ein bisschen aufräumen. Er ist gut, keine Frage. Ja, will ich jetzt nicht anzweifeln, aber ich habe Bock auf ihn, allein wegen den Messern. Deswegen, aber wir brauchen auch ein paar Minen. Ihn müssen wir ja mitnehmen. Er braucht effektiv aber nur davon viel mehr Munition. So, das braucht er nicht, das braucht er nicht, das braucht er nicht, das braucht er nicht. Das braucht er auch nicht. Und... Nehmen wir nochmal hier von Munition mit. Was haben wir hier? Minen, Minen, Minen. Einmal das. Oh, Stolperdrahtminen wären auch enorm gut. Haben wir aber nicht mehr. Dann nehmen wir mal noch ein paar Granaten mit. Davon haben wir eh genug. So, und dann rüsten wir sie noch aus für den Kampf. Sie braucht die Munition. Hat sie. Notfalls das. Hat sie. Spritzen. En masse dabei. Heal Packs. En masse dabei. Ja, sollte reichen. Drei große Dinger. So oft werden wir uns ja auch nicht in die Bresche. Ich habe nämlich mal wieder Lust auf ihn. Mit seinem doch sehr, sehr starken Messer. Aber können wir nochmal kurz auf die IV gucken? Weil er ist ja Messer und theoretisch Schrotflinte. Oder MP dann. Ja, und MP ist, glaube ich, das, was ich mehr fühle. Aber seine Messerfähigkeit ist extrem gut. Ich hoffe, dass wir ausrüstungsmäßig jetzt gut unterwegs sind. Mal sehen, kurz nochmal in die Geschichte reinhören. It's arrived. Berta is at Krasnoskelska Station. At last. We don't have much time, so I'll be brief. This task will be our most challenging so far. But I'm sure that after Bogachevo, the prison, and the comms station, we're capable of handling our next task as well. Remember, Moscow counts on us. If we're involved in this operation, it's bound to succeed. Tolle Ansprache. Wir haben Missionstag, wir haben keine Aufgaben. Wir haben gesagt, man sieht leider auch nicht. Doch zuerst müssen wir uns schleichen. Und schleichen ist für mich immer her. So.
Und den Rest befüllen wir, wie immer, mit unseren anderen Lieblingen. Tada! Und dann gehen wir in den Missionstag. Gehen schon mal rein auf jeden Fall und gucken die Vorgeschichte. Weil ich kann jetzt hier, das ist echt, also ich weiß nicht, ob ich das feiern oder hassen soll. Aber man kann jetzt hier nicht mehr wechseln. Aber Ausrüstung kann man immerhin wechseln, aber ich glaube, wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir alles, was wir brauchen, dabei hätten. Also wir können ja falls nochmal hier was von mitnehmen. Ihm können wir ja falls auch nochmal hier sowas mit. Er hat noch ein paar Granaten. Munition hat er jetzt auch für den Notfall. Sie ist sowieso Gold wert, hat genug Schuss dabei. Für längere Schusswechsel. Steine. Heal. Haben wir alles. Haben wir alles, würde ich sagen. Zur Mission. Schauen wir mal, was uns hier schon erwarten wird. Dunkelheit bedeutet gute Wahl mit unserem Messerspezialisten. And that means three partisans. All right. Our task is to clear up the skies for our planes. We have to disable two AA guns on the platform. If the Germans raise the alarm, our mission will have failed, which means that gun won't be destroyed. Next, the whole of Bertha's engine crew must be eliminated. We can't afford them to haul the gun to safety at the last moment. Once everything is done, we'll send a message to our comrades from the local comm station. Then, last but not least, we have to evacuate before all hell breaks loose. Let's do it. Also Dunkelheit bedeutet gut für unseren Messerspezialisten, schlecht für meine FPS. Weil das Spiel kommt gar nicht klar auf Dunkelheit. Oh mein Gott, eine riesen Mission. Leute, das wird die fucking Hell auf Erden. Das wird nicht einfach werden. Ja. Bleibt dran. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne den Daumen nach oben da. Empfehlt es weiter. Und bleibt natürlich in den Videos dabei, damit ihr nichts verpasst hier von Partisans 1941. Ich freue mich auf das nächste Mal. Und bleibt gesund. Bis dahin verabschiede ich mich. Tschö mit Ö.